So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Falls ich letzten Part schlecht klang, klinge ich es heute auch noch. Ich nehme nämlich den Part direkt im Anschluss an den Montagspart auf, weil ich gerade hyped bin auf unser Vipitas 2.0 Deck. Ich bedanke mich bei allen, die was geschrieben haben zur Verbesserung des Decks. Ich werde es zum nächsten Part hin umsetzen. Ich habe gerade einfach nur so viel Spaß an diesem Deck, dass ich gerne damit noch ein bisschen spielen möchte. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ihr seid mir da auch nicht böse, dass ich jetzt den Part direkt im Anschluss mache. Aber ja, wenn man Spaß hat, dann... Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, aber ich möchte gerade nicht aufhören. Das falsche Deck ausgewählt. Nee, da ist ja Professor Platan drin, der war in der anderen Version nicht. So. Ach stimmt, ich kann ja jetzt noch gar nicht machen, ne? Primatenweisheit hat er. Ob ihn seine Primatenweisheit retten wird, ich weiß es nicht. Und Snom Nom! Ich liebe diesen Namen. Leute, ich möchte Snom Nom nicht einen grausamen Gifttod sterben lassen. Aber... Ich muss... Was ist Snom Nom? Es ist für mich eine verdammt schwierige Situation gerade, weil... Es ist Snom Nom. Und das kann auch keiner widerlegen. Und ihr wisst, ich finde Snom Nom einfach toll. Aber wir müssen ja, ne? Wir müssen ja. So, am Vierer. Soll ich das Vieh noch anzünden? Wartet mal, wie viel Schaden machen wir? Wir machen hiermit 4, ne? 6, 7. Die Glücks-7. Verbrennung würde nichts bringen. Wir bräuchten noch 3 Vipites mehr, damit es was bringt. So, jetzt ist es kein Snom Nom mehr. Jetzt ist es ein Motineva. Jetzt können wir es qualvoll am Gift sterben lassen. So wie das Kommandutan. Was glänzend. Moment, was macht der glänzende Mantel? Kann nicht von speziellen Zuständen betroffen werden. Oh, fuh. Jetzt müssen wir uns was überlegen. Jetzt. Oh, okay. Unser Gegner gibt auf. Warum? Ich meine, wir hätten maximal mit der Wickel jetzt ein bisschen Schaden machen können. Aber ansonsten hätte ich jetzt quasi das Feuer anfachen müssen, damit wir hier irgendwas hinkriegen. Da muss ich noch eine Energie reinpacken. Aber gut. Wenn unser Gegner nicht selbstsicher genug ist, um gegen uns zu bestehen, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Weil wir sind selbstsicher genug, dass wir jetzt bestehen. Gegen alle Gegner. Hello Güs. Bedeutet so viel wie Hallo Gans. Nee, ist einfach nicht Quatsch. Na. Zeig mir, was du hast. So. Okay. Wir werden es wie folgt machen. Ich besorge uns erstmal einen Mollung.
Das Mollung kriegt auch gleich Energie von mir, sowie ein Amphira, das wir schon mal bereithalten. Den da vergiften wir. Einfach mal provisorisch. Weil 40 Schaden bzw. 50 Schaden halt nicht ausreichen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn jetzt wieder dieses Deck mit dem, wie heißt das, Giratina kommt. Nee, morgen springen Necrozma. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Oh, mein Amphira. Das ist nicht cool. Das hätte ich noch gebraucht. Und jetzt macht das Vieh hier eine Invasion auf uns. Nicht besonders nett. Gar nicht nett. Und mit seinen drei Energie ist es halt auch gegen unser Potrot erhaben. Solange wir es nicht vergiften können, können wir es nicht vernichten. Das ist gerade unsere größte Schwäche. Wir können es nicht vergiften. Genauso wie das Vieh hier. Necrozma GX. Ein Vieh aus der Hölle. Dreifachgift? Fragezeichen. Ich glaube, das wird unsere erste Niederlage mit diesem Deck. Ich befürchte es. Ich habe da so ein ganz ungutes Gefühl. Aber jedes Deck verliert mal. Und deswegen bin ich da auch gar nicht böse und ich habe trotzdem unheimlich viel Spaß mit an diesem Deck. Das sieht gerade gar nicht gut für uns aus. Also hier, Helogys macht uns leider sehr fertig. Sehr, sehr fertig. Helogys, ich bin erledigt. Ist wahrscheinlich irgendwie italienisch und nicht französisch, aber ich spreche beide Sprachen nicht. Ich hatte tatsächlich Französisch in der Schule. Einige von euch wissen das. Und ja, ich konnte zeitweise nur einen Satz, nämlich ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Ich habe aber vergessen, was Hausaufgaben heißt. Also, ja, ich kann kein Französisch mehr. Wenn mir jemand einen französischen Satz sagt, kann ich so ein bisschen versuchen zu deuten. Aber da hört es dann auch schon auf. Ich bin so froh, dass dieses Necrozma jetzt einen grauenhaften Tod stirbt. Wir verlieren zwar, aber dieses Necrozma ist weg. Und das gibt mir irgendwie Trost. Oh, ich habe das andere gar nicht gerade gepreist. Na gut,
dann killen wir es so. Zack. Wenn wir gehen, gehen wir nicht kampflos. Auch wenn dieses Vieh hier alles aushält, was wir ihm an den Kopf schmeißen. Wir kämpfen so gut wir können. Dummerweise können wir langsam nicht mehr kämpfen. Das ist jetzt unser letztes Mollung, was wir reinschmeißen. Das heißt, danach sind wir weg. Aber wir können immerhin mit unserem letzten Amphira kämpfen, bis wir nicht mehr können. Bis zum Gehen nicht mehr. So, komm, pures Gift. Zack. Wie gesagt, wir gehen nicht kampflos. Wir gehen, aber mit Ehre. Härtentausch oder so auf der Hand, das ist mir klar. Und ich entschuldige mich bei allen, die jetzt nichts zu trinken neben sich stehen haben. Oh, verflucht. Ich habe es letzten Part angekündigt. Bei mir wird jetzt gerade im Gang geklopft. Das heißt, ich muss den Part hier unterbrechen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's. Ein Match haben wir nämlich heute noch. Ja, Hausmeister. Ich habe noch gerufen. Einen Moment. Und trotzdem hat er schon den Schlüssel in der Tür. Frechheit. Aber dafür habe ich die Tür geöffnet, während er noch seine Hand dran hatte. Das war für ihn etwas unangenehm. Selber schuld. Wer nicht warten kann... So, jetzt möchte ich aber wieder gewinnen. Die letzte Runde war für uns ja etwas unschön. Ach, das Wuffels, das machen wir fertig. Es ist ein armes, kleines Wuffels, aber mit etwas Glück ist es jetzt instant weg. Weil wir haben ein Dreifachgift. Wir machen ein Fünffachgift draus und wenn wir jetzt irgendwie an ein Vipitis kommen, woran wir kommen, ist es ein Sechsfachgift. Ja. Okay. Diese Runde war irgendwie viel schneller als erwartet. Dann schaffen wir doch noch eine. Ich hab viel zu viel Spaß an diesem Giftdeck. Es ist wahrscheinlich für meine Gegner zum Kotzen. Ich muss mir hier mal wieder Gäste holen, die ich damit zu Tode nerven kann. Ich wollte sowieso mal den Herrn Baron fragen, den lieben Matti. Ob der mal wieder irgendwas mit mir unternehmen möchte, wenn meine Prüfungszeit vorbei ist, weil derzeit... Ich komme nicht dazu. Ich habe derzeit nicht die Möglichkeit für Togethers, weil... Ja, für ein Together muss man sich halt schon mal ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen quatschen und so weiter. Und, ja, ich habe derzeit nicht die Möglichkeit dazu, weil... Sagen wir mal, wie es ist. Ich sitze hier meistens den ganzen Tag und lerne. Hab zwischenzeitlich noch Nachhilfe, die ich gebe und... Ja, muss ja auch irgendwann einkaufen, Wohnung... Sauber halten, der Zug ist gerade abgefahren. Das ist derzeit leider nicht drin. Ich überlege gerade. Ja, wir nehmen uns ein Vipitis. Wir brauchen gerade die Macht des Giftes. So, wir sind mal richtig großkotzig und schmeißen zwei Energien weg.
einfach nur, um uns einen Amphira zu holen, das wir, glaube ich, noch nicht mal entwickeln können. Nee. Dann muss diese Runde leider noch warten. So, nächste Runde kriegst du alles ab. Ja, der holt sich eine Stadionkarte und Energie. Nee. Ja, okay, hat sich eine Stadionkarte geholt. Pokémon X und GX haben keine Fähigkeit. Das wäre gegen unser Potrot tatsächlich eine valide Verteidigung. Wenn wir hier nicht so eine schöne Staubinsel gerade mal hätten. Die verhindert, dass Pokémon beim Austausch ihr Gift verlieren. Das wäre richtig gut für unseren vorherigen Gegner gewesen. Pech gehabt. So, das legen wir mal an Vipitis an. Verbrennen müssen wir es, glaube ich, gerade nicht. Also vergiften wir jetzt einfach mal. Was konnte... Achso, ja, das war ja das mit den X und GX, keine Fähigkeit. Ich bin gerade ein bisschen... mein Hausmeister hat mich rausgebracht. Auch wenn sie nur ganz kurz überprüft haben, ob das Ding überhaupt noch funktioniert. Und das tut es. Ich habe zwischenzeitlich nicht dran geglaubt, aber es funktioniert. Ja, weil es wirkt halt nicht, als ob es funktioniert, weil... Es hat mich noch nie in Schwierigkeiten gebracht, sagen wir es mal so. Sprung ins Leben, jetzt hast du dich selber vergiftet, hast du gut gemacht. So, was kriegen wir? Wir kriegen nichts von Bedeutung. Das ist schade. Aber gut. Verstärken wir das Gift nochmal ein bisschen. Zieht sich zurück und überlässt dem Vieh das Feld oder dem anderen in Xerneas. Also, sind ja beides Xerneas, aber... Xerneas oder Xerneas Turbo. Oder bleibt es dabei? Und wenn es dabei bleibt, dann... Na, viel Spaß. Dann ist es nächste Runde mit dem Gift erledigt. Okay, es heilt sich um 20. Das heißt, wir müssten 20 Schadenspunkte mehr machen. Eventuell schaffen wir das aber sogar. Hä? Moment, warum ist das Gift runtergegangen? Da lagen eben noch mehr Schadensmarken drauf. Ich bin gerade etwas verwirrt. Man merkt es mir eventuell an, ziemlich sicher. Warum ist gerade unser Gift runtergegangen? Also, ihr Gift runtergegangen. Sein, es, Gardevoirs Gift. Warum ist Gardevoirs Gift runtergegangen? Ach so, es hat uns angegriffen. Und der Giftstich erneuert das Gift. Ah, der Giftstich... macht uns gerade nichts als Probleme. Der Giftstich erneuert das Gift. Das ist gerade unser Problem. Ich meine, bei ihm ist es jetzt okay, dass er vom Giftstich betroffen ist. Aber das war eine herzlich dumme Situation. So, entweder wir ziehen jetzt einen Amphira, das falsche Amphira, oder wir tauschen aus. Und in dem Fall tauschen wir aus. Wie viel Leben hat das Vieh?
150, ne, das kriegen wir nicht auf einen Schlag tot, aber wir könnten es theoretisch noch verbrennen. Was noch verbrennen? Ich meine, Moment. Wir machen jetzt gerade 5. Wir legen noch 2 drauf, sind 7, machen wir 100. Ne, reicht nicht. Okay, vergesst das. Ich könnte es stunnen, theoretisch. Aber ich lasse es lieber beim Gift. Das Gift kriegt euch alle. Niemand ist sicher. Muhaha. Ich mag dieses Gift sehr. Okay, er zieht's zurück. Dumm gelaufen. Angriffe mit 2 Energie funktionieren bei mir nicht. Hat jemand nicht richtig aufgepasst? Dann würde ich sagen, geben wir dem Mollung gerade mal wieder 1. Und verpassen dem Vieh wieder sein Dreifachgift. Ich versuche leise zu winken, aber ich krieg's nicht hin. Hab's nämlich ein bisschen mit dem Hals. Nein, ich habe kein Coronavirus. Ich habe einfach nur einen kleinen Schnupfen. So. Das Vieh jetzt. Ein Tech-Team. Ist das alles, was du hast? Aber jetzt müssen wir noch 190 Leben schaffen. Das ist eine Menge. Also das Vieh hat echt viel Leben. Und mit 3 Energie kannst du uns halt hier voll weghauen, ne? Wenn es seine GX-Attacke macht. Habe ich befürchtet, dass das jetzt kommt. Ich meine, es bleibt ja weiter bei seinem Schaden, so ist nicht. Das Gift hört ja nicht auf zu wirken. 140 haben wir schon geschafft. Ach, ist trotzdem extrem schwer, das Vieh jetzt platt zu kriegen. Ne, Moment. Kann ich nochmal zurück? Nee, kann ich offenbar nicht. Verdammt, dann hätten wir lieber die 6 Karten genommen. Naja, egal. Vierer, können wir das Gift noch einmal um 1 steigern. Aber ich möchte eigentlich die 30 zusätzlichen Schadenspunkte jetzt. Ach verdammt, damit habe ich das Gift hier wieder gesenkt. Egal. Nachdem es angegriffen hat, stirbt's. Dann haben wir gewonnen. Weil das Gift ist zu stark für. Außer er zieht zurück. Aber dann hat er halt wirklich nur noch die ganzen nicht so starken Pokémon übrig. Ja, er greift an. Nimmt sich seine Preiskarte. Verschiebt die Energie. Und das Vieh stirbt am Gift und schenkt uns unsere letzten Preiskarten. Oh. Wir haben tatsächlich heute extrem gut abgeschnitten. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Tut mir leid, dass heute kein Pokémon, dass am Montag kein Pokémon TCG, kein Pokémon, Pokémon Schwert gekommen ist. Ja. Tut mir einfach leid. Lasst mir doch bitte ein nettes Kommentar trotzdem da. Einen Daumen nach oben und
Schreibt mir erneut, was ihr von dem Deck haltet. Wenn ihr es noch nicht geschrieben habt, sagt mir, was ich noch verbessern kann, was hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann einfach am Freitag, wenn es weitergeht mit dem Pokémon Trading Card Game. Bis dann, euer Wolf.